Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem heutigen AutoCAD-Webinar zum Thema, ja, was gibt's Neues in AutoCAD LT 2016? Wir haben ja den Rhythmus dieses Webinars umgestellt auf den zweiwöchentlichen Rhythmus und dieses Webinar ist sozusagen in zwei Teilen von uns vorgesehen. Heute im ersten Teil geht es um die Version AutoCAD LT 2016. Was gibt es da Neues? Alle diese Änderungen finden Sie natürlich auch im großen Bruder in der AutoCAD-Version, und was Sie spezifisch in der AutoCAD 2016-Version erwartet, zeige ich Ihnen dann in zwei Wochen, also am nächsten Termin von heute aus. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich mich kurz wie immer bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Holger Klöcker, ich bin Product Support Specialist hier bei Autodesk, jetzt schon seit 2006 an verschiedenen Standorten und in verschiedenen Positionen. Ich unterstütze Sie bei Fragen, die Sie haben rund um unsere Produkte, im Speziellen natürlich AutoCAD und AutoCAD LT, und auch unsere Produkte aus dem Architekturbereich, also AutoCAD Architecture, Revit und Navisworks. Also Sie hatten unter Umständen schon mit mir Kontakt, wenn Sie da sich im Rahmen einer Support-Anfrage an uns gerichtet haben. Bevor wir loslegen, zunächst wie immer ein paar technische Hinweise. Wir werden im Anschluss an die Präsentation natürlich wie immer eine Frage- und Antworteinheit haben, wo Sie Möglichkeiten haben oder wo wir auf Ihre Fragen eingehen werden, die Sie uns gestellt haben. Sie haben während der Präsentation die ganze Zeit die Möglichkeit, diese Fragen im Fragenpanel, was Sie zur Verfügung haben, einzutippen. Und wir werden dann schon nach Möglichkeit versuchen, die während der Präsentation zu beantworten. Mit mir zusammen präsentierte mein Kollege Cedric Pignard, der im Hintergrund hier Ihre Fragen weitmöglichst beantworten wird. Und was dann noch übrig ist, darauf werden wir dann gerne zum Schluss eingehen. Diese Präsentation wird aufgezeichnet, die Aufzeichnung läuft bereits und Sie können die dann im Anschluss herunterladen und sich nochmal in Ruhe ansehen. Wir werden die zur Verfügung stellen auf unserer Box-Location. Sie sehen hier unten die Adresse, wo Sie neben dieser Aufzeichnung dann auch die Aufzeichnung von allen vorhergehenden Webinaren finden. Es dauert noch ein bisschen. Wir werden ja circa heute Abend, denke ich mal, diese Präsentation dann zur Verfügung stellen. Und daneben natürlich auch das Material wie den Datensatz und diese PowerPoint selber. Ja, dann zunächst noch ein Hinweis auf unsere Webseite. Sie haben ja auf unserer Help-Webinar-Webseite eine Fülle von Informationen, neben Informationen zu diesem Webinar auch die Links zu den Aufzeichnungen von früheren Webinaren. Das heißt nicht nur für dieses AutoCAD-Webinar, sondern wir bieten ja diese Webinare für eine ganze Reihe von unseren Produkten an. Man muss dazu sagen, vorzugsweise in englischer Sprache. Wenn Sie das also nicht abschreckt, dann sind Sie gerne eingeladen, diese Seite zu besuchen und sich dann mal die Webinare zu unseren anderen Produkten noch anzusehen, also neben AutoCAD LT, Inventor und so weiter. Zu diesem Webinar sind Sie gerne eingeladen, Feedback zu geben. Sie können jede Form von Feedback geben und natürlich auch Ideen und Vorschläge zu künftigen Webinaren. Wenn Sie also bestimmte Themen gerne präsentiert haben möchten oder sagen, ich möchte mal gerne was zu dem und dem Thema hören, dann sind wir da sehr offen für und sind auch dankbar für, wenn Sie uns dieses Feedback geben. Sie haben die Möglichkeit, das über diese Webseite zu machen, in dem Forum oder per E-Mail unter der Adresse, die hier angegeben ist, autodesk.help.webinars@autodesk.com. Und wenn Sie dann in die Betreffzeile erweitern Sie Ihren AutoCAD IQ eingeben, dann ist auch sichergestellt, dass wir diese E-Mail wirklich erhalten. Ja, hier noch eine kurze Auflistung der vorhergehenden Webinare, die wir bereits im Rahmen dieses deutschsprachigen AutoCAD-Webinars gegeben haben. Das ist also schon eine Fülle von Informationen. Wie gesagt, Sie finden diese verfügbar als Aufzeichnung in unserem Download-Bereich. Daneben bieten wir auch einen YouTube-Channel an, wo Sie ebenfalls diese Aufzeichnungen sich nochmal ansehen können in aller Ruhe. Den Link finden Sie in dieser PowerPoint oder im Anschluss in der E-Mail. Oder einfach, indem Sie in YouTube oder in Google eingeben, erweitern Sie Ihren AutoCAD, Ihren eigenen AutoCAD IQ, und dann kommen Sie auch zu der Playliste in YouTube, wo Sie diese ganzen Aufzeichnungen dann finden. Gut, noch ein kurzer Hinweis, was sich so getan hat in unserem Knowledge Network, AKN. Es gibt ein paar Neuerungen. Wir haben gerade vorgestern einen Hotfix veröffentlicht, einen Autodesk-spezifischen Hotfix, weil wir festgestellt haben, dass es zu Problemen kommen kann mit dieser SSL-Verschlüsselung, wenn Sie Produkte aktivieren oder lizenzieren. Das heißt, es kann unter Umständen zu Problemen kommen, wenn Sie Lizenzen transferieren von einem Rechner auf einen anderen Rechner. Wenn Sie ein Produkt, was noch nicht aktiviert ist, aktivieren wollen, dann
ja, schlägt das unter Umständen fehl und dieses Hotfix adressiert halt dieses Problem. Ja, das sehen Sie hier oben, dieses SSLv3 Hotfix finden Sie auf unserer Webseite verfügbar und den Link können Sie hier direkt aus der PowerPoint abgreifen oder einfach in dem Sinne nach googeln. Wie gesagt, wenn Sie also irgendwie in irgendeiner Art und Weise Probleme feststellen bei der Aktivierung, Lizenzierung oder Transferierung von Lizenzen unserer Produkte, dann sollten Sie auf jeden Fall diesen Hotfix ausprobieren. Dann haben wir noch festgestellt, dass es ein Problem gibt mit dem neuen Autodesk-Account. Da habe ich Sie auch darauf hingewiesen, dass es also die das neue Subscription Center quasi, was abgelöst wurde. Da gibt es im Zusammenhang mit den Produkten 2012 und 2013 ein Problem, was durch ein weiteres Hotfix adressiert wird, was wir ebenfalls hier zur Verfügung stellen. Ja, dann haben wir darüber hinaus einige Seiten aktualisiert im Hinblick auf die neuen 2016-Produkte. Da sind Sie gerne eingeladen, sich das anzusehen, was also im Hinblick auf Installation, Konfiguration, Aktivierung und so weiter angeht. Und natürlich finden Sie da auch eine Menge an weiteren Download-Möglichkeiten zu AutoCAD, AutoCAD LT und den anderen Produkten in Bezug auf Hotfixes, Service Packs und Downloads. Okay, bevor wir loslegen mit dem Thema, wie habe ich noch eine kleine Frage an Sie, und zwar, ja, Sie kennen das ja vielleicht schon, wenn Sie mir kurz eine Rückmeldung geben können, ist dies Ihr erstes Autodesk Help Webinar? Das ist aus statistischen Gründen für uns immer eine interessante Frage. Wenn Sie uns da kurz eine Rückmeldung geben, ich sehe ein Großteil ist also hier Stammkunden oder Stammbesucher von uns, die schon mehrere Male dabei gewesen sind, das freut uns natürlich. Aber wir haben auch ein paar Neulinge. Okay, dann vielen Dank für die Antwort. Dann habe ich gleich noch eine weitere Frage an Sie, aber zunächst schauen wir uns erstmal an, was wir heute für Sie haben. Es geht also um die Neuerungen in AutoCAD LT 2016. Es gibt also eine ganze Fülle von neuen Funktionen. Wir zeigen Ihnen heute ja die wesentlichen Neuerungen, die wir als signifikant erachten. Es gibt noch eine ganze Menge kleinere Neuerungen, kleinere Befehle, kleinere Änderungen. Wir gehen ja jetzt nicht im Detail auf alle Einzelheiten ein, sondern haben es so zusammengefasst in diese verschiedenen Teilbereiche, also Änderungen an der Benutzeroberfläche, Änderungen in Bezug auf Dokumentation, da hat sich vor allem im Bereich der Revisionswolken was getan, Änderungen bei der PDF-Ausgabe und der PDF-Verarbeitung, die Bemaßung wurde überarbeitet, da gibt es also eine neue Funktion, und dann Änderungen im Bereich von Zeichnen und Verändern oder Editieren von Objekten und ja bei der Installation, also was sich so quasi unter der Haube getan hat. Das sind so die großen 6 Teilbereiche, die ich Ihnen heute präsentieren möchte. Ja, bevor wir dann loslegen und ich Ihnen das live zeige, habe ich noch kurz eine weitere Frage für Sie. Und zwar, haben Sie denn schon die 2016-Version installiert? Entweder AutoCAD 2016 oder AutoCAD LT 2016. Sie haben ja im Rahmen Ihrer Subskription, wenn Sie Subskriptionskunde sind, die Möglichkeit, da direkt als Erster mit dabei zu sein und das Produkt herunterzuladen und zu installieren. Ja, und ich sehe, wir haben ja so hier so eine 50-50-Gewichtung. Die Hälfte von Ihnen ungefähr hat das Produkt schon installiert, die andere Hälfte noch nicht. Das ist auch vollkommen okay. Okay, vielen Dank auch dafür. Gut, dann gehen wir direkt ins Programm und schauen, was sich da getan hat. Ja, das ist also hier, wenn Sie AutoCAD LT 2016 starten, die neue Benutzerumgebung. Das erste Mal fällt auf, wenn Sie reine LT-Benutzer sind, die AutoCAD-Anwender hatten das vielleicht, diesen Startkarteireiter. Ja, der ist jetzt also neu. Bei dem landen Sie immer, wenn Sie AutoCAD LT starten. Und eine Neuerung in Version 2016 ist auch, dass dieser erhalten bleibt, auch wenn Sie Zeichnungen öffnen. Den schauen wir uns mal kurz an. Er ist also zweigeteilt in die Bereiche Erstellen und Erfahren. Hier unter dem Erstellen-Bereich haben Sie also direkten Zugriff auf Ihre Zeichnungsvorlagen, Ihre DBT-Dateien und können halt eine neue Zeichnung von da aus direkt starten. Unter dem Bereich Letzte Dokumente finden Sie also so eine chronologische Auflistung der Zeichnungen, die Sie zuletzt bearbeitet haben. Das kann man hier umschalten, wie diese Zeichnungen dargestellt werden sollen, entweder mit Vorschaubild und kleiner Beschreibung oder nur mit Text.
entsprechend komprimiert. Und hier rechts haben Sie Benachrichtigungen. Ja, da finden Sie jetzt hier zum Beispiel einen Hinweis auf die geplanten vom Autodesk Product Support Team moderierten Help-Webinare. Ja, das ist also ein direkter Hinweis auf das, auf die Veranstaltung, an der Sie gerade teilnehmen. Und Sie kommen dann über diesen Link direkt auf die Webseite, um sich anzumelden. Unter Erfahren, wenn Sie hier nach links gehen, finden Sie Lerninhalte. Ja, das ist also interaktiv, kann noch gefüllt werden mit weiteren Videos, ersten Schritten und so weiter. Hier auf der rechten Seite oben finden Sie Lerntipps. Dieses Feld wird alle 24 Stunden aktualisiert mit neuen Tipps. Und ja, Sie können dann hier sich hin und her bewegen und quasi so sehen, was in den letzten Tagen da an Informationen publiziert wurde. Das Ganze wird gesteuert, wenn ich mal hier eine Zeichnung aufmache, über die Systemvariable Start Mode. Ja, die ist also vorgabemäßig auf 1 gesetzt. Das bedeutet also, dass dieser Start-Karteireiter angezeigt wird. Wenn Sie das auf 0 stellen, dann wird dieser nicht angezeigt beim nächsten Neustart von AutoCAD, wenn Sie das aus irgendeinem Grunde möchten. Die Variable ist neu. Vorher hatte die den Namen Tab Mode, war etwas anders, aber die ist dann quasi dadurch ersetzt worden. Okay, dann schauen wir uns an, wenn Sie jetzt weitere Zeichnungen öffnen, ja, können Sie natürlich hier in diesen Karteireitern hin und her springen. Wenn Sie die Kurzwahltaste Steuerung und Home oder Position 1 drücken, dann kommen Sie mal automatisch auf diesen Startkarteireiter zurück. Von jeder Karteikarte, in der Sie sich gerade befinden. Steuerung und Position 1, das ist diese Taste über den Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur, dann landen Sie immer wieder da. Es gibt noch weitere Befehle, zum Beispiel das Gleiche, wenn Sie das als Befehl eingeben wollen, nennt sich das Gehe zu Start. Ja, auch das bewirkt halt, dass Sie auf diesen Startkarteireiter springen. Und ein anderer Befehl in Bezug auf diese Karteikarten nennt sich Alle Ant Schl. Das ist die Abkürzung für alle anderen schließen. Wenn Sie den ausführen, bewegt das einfach, dass alle anderen Zeichnungen mit Ausnahme der Zeichnung, in die gerade aktiv ist, geschlossen werden. Also alle anderen Karteireiter werden geschlossen, nur halt der gerade aktiv ist, bleibt bestehen. Ja, das ist im Prinzip das, was Sie hier zu den Karteireitern haben an Neuigkeiten. Dann gibt es, haben Sie hier unten die Layout- und Modellkarteikarten, die Sie ja sicherlich auch kennen. Da können Sie natürlich hier beliebig viele neue Layouts anlegen in Ihrer Zeichnung, beziehungsweise ich habe mal da eine Zeichnung vorbereitet, wo das etwas intuitiver ist. Und zwar in diesem Plansatzmanager. So, hier gibt es also schon eine ganze Menge an Layouts. Und zwar erreichen Sie irgendwann so eine Stelle, wo natürlich dann diese ganzen Layouts, wenn Sie mit sehr vielen Layouts arbeiten, nicht mehr hineinpassen. Wenn ich dann noch weiter klicke, dann finden Sie lediglich hier so einen Pfeil, wo Sie dann darauf klicken können und die Layouts dann aus einer Auswahlliste aussuchen können. Wenn das der Fall ist, können Sie Layouts verschieben. Und wenn ich das verschiebe, kann ich das an jede beliebige andere Stelle ziehen. Und wenn ich hier ans Ende komme, ja, dann sehen Sie, bewegt sich diese Liste weiter nach rechts oder auf der anderen Seite weiter nach links. Ja, das ist so eine kleine Änderung in der Benutzeroberfläche, um einfach die Anordnung von Layouts ein bisschen einfacher zu machen. Eine weitere Änderung, wenn Sie das Fenster verändern. Sie haben ja hier die Statuszeile auf der rechten Seite und ich verändere mein Zeichenfenster, mein AutoCAD-Fenster in der Größe, ist sichergestellt, dass die Statuszeile immer sichtbar bleibt. Ja, und zwar, wenn ich hier etwas kleiner werde, kommt irgendwann der Punkt, wo die Statuszeile zweizeilig angezeigt wird. Das war auch vorher nicht der Fall. Es ist also sichergestellt, dass Sie immer so die komplette Statuszeile sehen. Wobei auch zumindest immer ein Modell- und ein Layout-Karteireiter ebenfalls erhalten bleibt. Ja, so, jetzt wird sie wieder einzeilig angezeigt.
Das sind also kleinere Änderungen an der Benutzeroberfläche. Interessant ist noch die Möglichkeit des Sperrens der Benutzeroberfläche. Und zwar finden Sie diese Funktion hier unten rechts im Bereich Anpassung. Wenn Sie da mal draufgehen, dann finden Sie also alle Funktionen, die in der Statusleiste angezeigt werden oder auch noch nicht. Jeweils wird das mit diesem Pfeil hier, mit diesem Haken davor markiert. Wenn ich hier die Funktion UI sperren, also Benutzeroberfläche sperren, mir anzeige, wie wirkt das die Anzeige von diesem Haken? Und da kann ich dann einfach bestimmte Elemente meiner Benutzeroberfläche fixieren oder nicht. Ja, dass sie halt nicht verändert werden können. Wenn Sie sich mal vorstellen, ich habe jetzt hier zum Beispiel diesen Manager für Planungsunterlagen, den ich andocke. Daneben habe ich dann das Eigenschaftenfenster, kann ich also darüber bestimmen, ob ich zum Beispiel die verschiebbaren Fenster sperren möchte. Verschiebbare Fenster sind also in dem Fall hier die Eigenschaftenpalette. Und wenn ich die gesperrt habe, dann ist das also ja, fixiert. Ich kann es nicht in der Position und auch nicht in der Größe verändern. Die fixierten Fenster kann ich ebenfalls sperren. In dem Fall wäre hier der Manager für Planungsunterlagen wäre so ein fixiertes Fenster. Ja, wenn das gesperrt ist, dann bleibt es auch fixiert. Das heißt, ich kann es nicht ausziehen, ich kann es nicht in der Größe verändern. Und es bleibt dann einfach da. So kann ich halt hier meinen Arbeitsbereich entsprechend sperren, indem ich diese Haken setze. Ja, das ist hier die Funktion UI sperren, wie gesagt. Gut, weiteres an der Benutzeroberfläche ist die sogenannte Galerieansicht oder die Gallery View. Ja, das ist ein neuer Befehl, der ist vorgabemäßig über die Systemvariable Gallery View auf 1 gestellt. Das heißt, diese Funktion ist aktiviert und die bewirkt einfach, dass Sie bei bestimmten Funktionen, zum Beispiel beim Einfügen, ja, wechseln wir die Zeichnung, beim Einfügen von Blöcken, wenn ich hier auf Einfügen Blöcke gehe, diese Galerieansicht bekomme von Blöcken, die in der Zeichnung verfügbar sind und ich den dann hier entsprechend auswählen kann. Das Gleiche finden Sie dann nicht nur bei den Blöcken, sondern auch zum Beispiel bei den Bemaßungsstilen. Ja, auch die sind mit so einem Auswahlbild vorgesehen, die Tabellen ebenfalls. Also überall, wo sich das so anbietet, die Multiführungslinien, haben Sie die Auswahl aus diesen Voransichtsbildern. Das ist diese Galerieansicht. Wenn Sie das aus irgendeinem Grunde nicht möchten, dann kann ich einfach Gallery View umstellen und auf 0 setzen und dann ist es also ausgeschaltet und dann bewegt es einfach das vorherige Verhalten. Wenn ich auf Block einfügen gehe, bekomme ich halt das ganz normale Dialogfeld zum Block einfügen oder bei den anderen, bei der Tabelle zum Beispiel, habe ich hier dieses Abrollmenü mit den verschiedenen verfügbaren Stilen zur Verfügung und eben nicht dieses Vorschaubild. Ja, das ist die Galerieansicht. Gallery View schalten wir wieder ein. Gut, dann schauen wir uns an in der Hilfe. Wenn Sie eingeloggt sind hier, so wie ich das bin, können Sie die Hilfe, Sie können natürlich auch ohne eingeloggt sein, die Hilfe benutzen, aber wenn Sie es sind, dann gibt das einige Vorteile dabei. Sie können, ja, wie das so in Mode ist, bestimmte Artikel oder bestimmte Hilfeabschnitte liken, ja, oder sagen, die gefallen mir mit diesem Daumen hoch, wie Sie das vielleicht von bestimmten sozialen Medien kennen. Das hat einfach den Vorteil, dass wenn Sie wiederkehrend suchen nach bestimmten Themen, dann werden diese Artikel, die Sie geliked haben, Ihnen vorzugsweise angeboten. Dann gibt es eine Neuerung in der Hilfe, wenn Sie so einen bestimmten Befehl suchen und Sie sehen also, aha, das ist ein bestimmter Befehl, der gefällt mir, wo finde ich den denn? Ja, dann gibt es eine sehr einfache Möglichkeit, hier auf Finden zu klicken, hier den Bereinigungsbefehl zum Beispiel, wo verbirgt er sich denn? Wo kann ich darauf zugreifen? Und wenn Sie hier auf Finden klicken, dann wird Ihnen interaktiv angezeigt, wo Sie den Bereinigungsbefehl finden. Ja, in dem Falle nämlich jetzt hier in dem Menübrowser, und dann haben Sie einen Hinweispfeil, da verbirgt sich der Bereinigungsbefehl. Wenn das ein Befehl ist, der momentan nicht angezeigt wird, wie zum Beispiel der UI-Sperren-Befehl, ja, da hatte ich ja gesagt, der verbirgt sich unter diesem Abrollmenü, auch da haben Sie diese Finden-Funktion, wo finde ich das? Dann sehen Sie so ein Hinweispfeil, UI-Sperren ist momentan ausgeblendet, klicken Sie hier und wählen Sie es aus dem Menü, um es anzuzeigen.
Ja, das heißt, hier sehen Sie, aha, darunter verbirgt er sich momentan, weil er momentan ausgeblendet ist. Das ist die Neuerung in der Hilfedatei. Okay, das waren im Wesentlichen die Änderungen für die Benutzeroberfläche. Schauen wir uns nun an, was sich an den Funktionen getan hat. Im Wesentlichen bei den Dokumentationsfunktionen. Ich habe Ihnen ja gesagt, die Revisionswolke ist überarbeitet worden, das Werkzeug Revisionswolke. Und zwar sieht es folgendermaßen aus, wenn ich mal in dieser Zeichnung bin, gibt es nach wie vor die Revisionswolke und drei verschiedene Möglichkeiten, so eine Revisionswolke zu erstellen. Über rechteckig, polygonal oder Freihand. Und jeweils die Funktion, die Sie zuletzt gewählt haben, bleibt gespeichert und wird Ihnen dann beim nächsten Ausführen des Revisionswolkenbefehls als Vorgabe angeboten. Ja. Schauen wir uns das mal kurz an. Wenn ich rechteckig auswähle, kann ich also hier so eine rechteckige Revisionswolke aufziehen. Eine polygonale Revisionswolke würde halt entsprechend so aussehen. Ja. Ups, kann das aufgezogen werden wie ein Polygon, da war ein Objekt dran im Weg. Und das Eingabe. Oder halt schließlich noch die Freihand-Revisionswolke. Wenn ich diesen Bereich hier mal umfahre, kann ich die einfach so freihändig markieren. Ja, das ist noch nichts Aufregendes. Darüber hinaus kann ich die Revisionswolke auch nach wie vor auf Objekte anwenden. Wenn ich also sage, ich möchte ein Objekt, in dem Fall hier dieses Kreisobjekt, in eine Revisionswolke umändern, kann ich das natürlich auch machen. Oder halt dieses Ellipsenobjekt entsprechend auch. Die eigentliche Änderung, die Sie jetzt haben, ergibt sich, wenn Sie die Revisionswolke verändern. Wenn ich also hier diese rechteckige Revisionswolke nochmal mir anschaue, dann sehen Sie, ist das tatsächlich noch ein Rechteckobjekt? Also Sie haben die gleichen Griffpunkte zur Verfügung wie bei dem Rechteckwerkzeug und das verhält sich auch genauso wie ein Rechteck. Das heißt, ich kann die Kanten hier verändern, kann die also entsprechend reinziehen, kann die Scheitelpunkte rein- und rausziehen, ganz genauso wie bei einem Rechteckobjekt. Ja, bei dem Polygon ist es genauso, da kann ich also die Kanten entsprechend verändern, Scheitelpunkte kann ich hinzufügen, wie bei einem Polygon. Ups, muss ich natürlich aufpassen mit meinem Objektfang. Und das verhält sich genauso. Bei dem Kreisobjekt, dem Kreis, den ich vorher in die Revisionswolke umgeändert habe, habe ich auch da die gleichen Funktionen. Bei dem Kreis kann ich hier den Radius verändern. Ja, und da bleibt dann die Revisionswolke erhalten. Oder eben bei der Ellipse genauso. Ja, da kann ich die beiden Radien verändern und das Objekt bleibt erhalten. Wenn Sie das aus irgendeinem Grunde nicht möchten, gibt es auch die Funktion zur vorherigen Funktionalität zurückzukehren, wie Sie das aus den vorherigen Versionen kannten. Der Befehl nennt sich RefCloudGrips und wenn Sie den auf Ausstellen, dann haben Sie im Prinzip das vorherige Verhalten, ja, dass Sie halt viele einzelne Griffpunkte haben und sich die Revisionswolken genauso verhalten wie in der vorherigen Version. Das ist übrigens eine Funktionalität, die in AutoCAD eingeführt wurde aufgrund der Augi-Wunschliste. Die Augi-Wunschliste ist zurückzuführen auf die Augi, die Autodesk oder AutoCAD User Group International. Das ist eine Internet-Community. Wir haben auch eine Webseite, wo jedes Jahr halt eine Wunschliste mit Produktänderungen, Verbesserungen für AutoCAD gepflegt wird. Und das, da können dann die User abstimmen, was halt das meist gewünschte Feature ist. Und dieses Feature für eine Verbesserung der Revisionswolken in diesem Sinne war also auf Platz 4 der Augi-Wunschliste. Ich gebe Ihnen auch im Anschluss noch den Link dafür, wenn Sie selber da Interesse haben, sich das mal anzusehen und für bestimmte Verbesserungen da abzustimmen, können Sie das natürlich gerne machen. Gut, eine weitere Veränderung in Bezug auf die Revisionswolke war die Möglichkeit, wenn ich hier eine Revisionswolke anfasse, zu sagen, ich möchte eine bestehende Revisionswolke ändern. Und zwar kann ich das über das Kontextmenü machen, indem ich hier diese Funktionen auswähle oder über die Kommandozeile und hier ändern sage. Dann wähle ich also hier die zu ändernde Revisionswolke und kann also so einen Bereich hinzufügen. So, dann sehen Sie, hat der so eine Ausbeulung
Und automatisch komme ich dann in die Funktion, die zu löschende Seite zu wählen, nämlich hier quasi diesen überstehenden Bereich oder diesen Zwischenbereich zu löschen und kann also so sehr einfach meine Revisionswolke erweitern. Machen wir das Gleiche nochmal hier. Revisionswolke ändern, ja, und ich wähle dann einfach hier einen bestimmten Punkt aus und kann dann die Revisionswolke so entsprechend verändern und wähle dann die zu löschende Seite und habe die dann entsprechend geändert mit diesem Griffpunkt, der etwas zu weit abschüssig war. Gut, das waren die Änderungen oder die Neuerungen bei der Revisionswolke. Schauen wir uns jetzt an, was sich im Bereich der Bemaßung getan hat. Ja, die Bemaßung hat ein komplett neues Feature oder ein komplett neues Werkzeug bekommen, was Sie hier in dem Karteireiter Beschriften finden. Unter dem Punkt Bemaßung finden Sie hier das Bemaßungswerkzeug und auch ein Layer-Abrollmenü. Das heißt, hier kann ich direkt auswählen, auf welchem Layer meine Bemaßung platziert werden soll. Vorher konnten Sie das steuern über den Stil. Es war relativ kompliziert, das einzustellen. Hier haben Sie jetzt einfach die Möglichkeit, einen Layer anzugeben, auf dem die Bemaßung platziert werden soll. Oder Sie sagen halt, es soll der aktuelle Zeichnungslayer verwendet werden. Und das Ganze wird gesteuert über die DIM-Layer-Systemvariable. Da kann ich jetzt einfach einen Layer eingeben oder einen neuen Layer, wenn der noch nicht vorhanden ist, als Bemaßungslayer angeben. Wenn ich den zum Beispiel Webinar nenne, wird dieser neue Layer angelegt, gleichzeitig aktiv gesetzt und als Bemaßungslayer verwendet. Gut, wie funktioniert das Werkzeug? Wenn ich jetzt Bemaßung auswähle, ist es sehr intuitiv. Ich habe also hier die Bemaßungen einfach, indem ich über bestimmte Elemente diese überfahre, sehen Sie schon, wird mir ein bestimmter Bemaßungstyp angegeben. Und je nachdem, was ich für ein Element da überfahre, wird mir angegeben, ob es sich um eine lineare Bemaßung handelt, um eine ausgerichtete Bemaßung, um eine Bogenbemaßung, Winkelbemaßung, Radialbemaßung und so weiter. Ja, Sie sehen also, hier habe ich jetzt eine gerade Linie, da wird mir also eine lineare Bemaßung angeboten. Wenn ich jetzt weitergehe hier zu einer schrägen Linie, ebenfalls eine ausgerichtete Bemaßung, dann bewege ich meinen Cursor hier über diesen Kreis. Da sehen Sie, bekomme ich eine Durchmesserbemaßung angeboten, bei diesem Kreisbogen hier eine Radialbemaßung und das Ganze funktioniert also sehr intuitiv. Ja, das heißt, ich klicke einfach an und habe dann die Bemaßung gesetzt. Das Schöne ist, Sie befinden sich weiterhin, nachdem Sie eine Bemaßung abgesetzt haben, in dem Bemaßen-Befehl. Das heißt, dieser Befehl setzt sich immer weiter fort, solange bis Sie ihn manuell abbrechen. Wenn ich jetzt hier zu unten zum Beispiel diese Kante auswähle, sehen Sie, bekomme ich eine Linearbemaßung angeboten. Und in dem Moment, wo ich die Bemaßung absetze und hier auf diese andere Linie gehe, bekomme ich stattdessen eine Winkelbemaßung. Ja, und wenn ich die entsprechend setze, dann habe ich so eine Winkelbemaßung gesetzt. Genauso im Abstand zwischen diesen beiden Linien hier. Und je nachdem, wo ich dann die Bemaßung platziere, bekomme ich dann unterschiedliche Winkel entsprechend angeboten. Schauen wir uns noch an hier oben. Wenn ich hier die Bemaßung setze, ja, kann ich die also ganz einfach, indem ich das Objekt anfahre und dann entsprechend die Bemaßung platziere. Genauso funktionieren auch die Bemaßungsoptionen für Fortführen und Basisbemaßung. Wenn ich jetzt nochmal die Bemaßung auswähle und dann die Option Fortfahren wähle, kann ich also eine bestehende Bemaßung einfach fortführen, indem ich die einzelnen Punkte hier anwähle und diese Bemaßungskette dann erweitern. Wenn ich Bemaßungstext überschreiben möchte, geht das ebenfalls sehr einfach. Ich kann also hier einfach meine Bemaßung setzen. Ja, wie gesagt, wähle die in dem Moment, wo ich die Bemaßung sozusagen an der Angel habe, habe ich die beiden Funktionen mText und text zur Verfügung. Ja, mit text kann ich aber einfach einen beliebigen Text einsetzen und der wird dann verwendet entsprechend als Bemaßungstext. Wenn ich nochmal eine weitere Bemaßung setze und setze die hier drunter,
und wähle dann die Funktion mText. Dann kann ich die den Bemaßungstext entsprechend ändern mit einer variablen Komponente, also der Maßtext bleibt entsprechend gleich und habe also so einen Maßtext entsprechend gesetzt. Jetzt ist das relativ lang, aber das kann ich entsprechend verändern. Sie haben quasi einen M-Text-Editor für den Bemaßungstext. Wenn ich den einfach doppelt anklicke, dann kann ich den in der Breite entsprechend verändern, kann den also mehrzeilig machen und entsprechend so einpassen. Ja. Wenn ich mal hier das Ganze so platziere, dann würde der Bemaßungstext also so aussehen oder halt zweizeilig, dann so. Auch das war ein Punkt von der Augi-Wunschliste, nämlich eine einfache Breitenänderung für solchen Bemaßungstext zu schaffen. Das war Punkt 8 von der Augi-Wunschliste. Ja, das sind die Funktionen für die Vermaßung, also ein ganz neues Werkzeug für die Vermaßung, was sehr einfach zu bedienen ist. Eine kleine Änderung noch haben Sie bei den M-Texten selber. Auch das war ein Wunsch von der Augi-Wunschliste, und zwar einen Textrahmen zu schaffen. Ja, wenn ich jetzt hier mit diesem M-Text ansehe, dann gibt es da eine weitere Möglichkeit in den Eigenschaften. Da habe ich hier die Möglichkeit, Textrahmen zu sagen, ja. Und dann wird also ganz einfach um diesen M-Text entsprechend ein Textrahmen gesetzt, der sich dann mit dem Text entsprechend anpasst. Das heißt, wenn ich das Ganze in der Breite verändere, passt sich dieser Textrahmen also mit dem M-Text zusammen an. Gut, das waren die Änderungen bei der Bemaßung. Schauen wir uns jetzt an, was sich bei der PDF-Ausgabe getan hat. Ja, und zwar gibt es da auch einige Änderungen, und zwar, wenn ich mal hier so eine Beispieldatei aufrufe, die PDF-Ausgabe ist jetzt nicht ganz neu, Sie hatten ja auch in vorherigen Versionen schon die Möglichkeit, PDFs auszugeben. Das Ganze ist jetzt ein bisschen überarbeitet worden und verbessert worden. Einerseits haben Sie haben unter dem Karteireiter Ausgabe ein eigenes Werkzeug für die PDF-Ausgabe. Das heißt, die DWF-Ausgabe hat jetzt einen eigenen Button und die PDF-Ausgabe hat einen eigenen Button. Die sind also voneinander getrennt worden. Vorher hatten sie ja halt eine Vermischung von den Funktionen von beiden. Das heißt, für die PDF-Ausgabe habe ich ein eigenes Werkzeug. Ich kann hier die Optionen setzen, also die DPIs für die Raster-Ausgabe, entsprechend für die Qualität des PDF. Und ich kann sagen, ob ich bestimmte Informationen in das PDF mit übergeben möchte. Die Layer-Informationen zum Beispiel, die erhalten bleiben sollen, die ich dann auch im Acrobat Reader oder in anderen PDF-Readern dargestellt habe, ob Hyperlinks mit einbezogen werden sollen und ob Lesezeichen übernommen werden sollen. Ja, wie das funktioniert, also ich habe jetzt hier zum Beispiel diesen Text ist mit einem Hyperlink versehen. Das sehen Sie, wenn ich da so draufgehe, ist es also auf eine externe Webseite, wird da verwiesen, wenn ich da draufklicke. Und dieser Hyperlink würde, wenn die Option entsprechend gesetzt ist, also auch in das PDF mit übernommen werden. Genauso können Sie da Verweise auf andere Zeichnungen eingeben oder halt diese Lesezeichen können Sie da übernehmen, wenn Sie also einen ganzen Plansatz exportieren, können Sie also Verweise innerhalb der gleichen Datei mit übernehmen. Dann darüber hinaus, wenn Sie plotten, gab es ja vorher diese DWG to PDF PC3-Datei, die also dann für die PDF-Ausgabe zuständig war. Wir haben jetzt vier weitere PDF-Plotter Ihnen mitgegeben, die mit AutoCAD zusammen mitinstalliert werden, einfach für verschiedene Anwendungsbereiche, für verschiedenartige Qualitäten der PDF-Ausgabe finden Sie hier jeweils einen vorgefertigten PDF-Plotter. Und wenn ich den also entsprechend auswähle, dann haben Sie bei der Auswahl von so einem PDF-Plotter hier diesen Button PDF-Optionen und kommen da wieder in dieses Menü, um dann die Einstellungen entsprechend anzupassen. Gut, wenn ich mir dann mal so eine Datei ansehe, wenn Sie die PDF-Ausgabe machen, werden Sie auch feststellen, dass die PDF, die Plot-Performance, insbesondere bei der Stapelverarbeitung verbessert ist. Also die Verarbeitung oder Erstellung von PDF-Dateien sollte wesentlich schneller gehen.
So eine Datei, wenn ich die jetzt ausgebe, sieht also so aus. Das ist jetzt also ein komplexes PDF, was entsprechend ausgegeben wurde. Auch da gibt es einige Veränderungen, vor allen Dingen in Bezug auf die Texte. Ja, und zwar war es ja vorher so, dass die TrueType-Schriftarten nur unter bestimmten Umständen übernommen wurden. Wenn also die Breite entsprechend nicht verändert wurde, wenn es nicht schräg gestellt war und so weiter. Ja, das war immer etwas hakelig. Das ist jetzt wesentlich liberaler und sie haben eine wesentlich bessere Übernahme von Schriftarten und dementsprechend auch die Suchbarkeit, ja, dass also wirklich der Text als solcher in der PDF-Datei ankommt. Darüber hinaus werden jetzt auch SHX-Schriftarten, also die AutoCAD-eigenen Schriftarten, in das PDF mit übernommen. Wenn ich also hier unten mal reinschaue, das ist also hier so ein SHX-Text. Ja, und wenn ich den mal entsprechend anwähle, ne, dann ja, kann ich auch den anwählen und suchen, also zum Beispiel ja, hier auswählen, und das Suchen geht über die Kommentarfunktion hier in dem Acrobat Reader. Das heißt, wenn ich das jetzt eingebe, dann kann ich dann nach bestimmten Stellen suchen oder einfach zum Beispiel nach dem Begriff Cheat. Ja, finden Sie also mehrere Stellen, wo das entsprechend angegeben wird, und da kann ich dann einfach in meinem PDF hin und her springen und finde dann diese Bereiche, obwohl es sich um eine SHX-Schriftart handelt, die ja eigentlich nur von AutoCAD behandelt wird. Ja, das sind die die wesentlichen Neuerungen. Ja, wie gesagt, in dieser PDF-Datei haben Sie dann hier die Layouts, die einzelnen Layouts aus der Zeichnung, die dann hier als Seiten quasi in der PDF-Datei abgelegt werden. Das ist also hier ein mehrseitiges PDF, einfach generiert aus verschiedenen Layouts. Und die Lesezeichen sind also auch hier entsprechend hinterlegt, wenn Sie einen Plansatz exportieren, der aus verschiedenen Plänen und Blättern besteht, würden die also entsprechend als Lesezeichen hier mit reingehen. Die Verlinkung untereinander funktioniert hier auch. Ja, Sie sehen zum Beispiel hier, gibt es so eine Markierung für einen Schnitt, und das ist mit einem Hyperlink hinterlegt, einfach auch schon in AutoCAD. Und wenn ich hier auf diesen Hyperlink quasi gehe, dann öffnet sich in dem PDF mir der entsprechende Schnitt, an den ich dann komme, der genau diese Schnittmarkierung dann repräsentiert. Gut, das waren die Neuerungen beim PDF, bei der PDF-Ausgabe. Ja, was haben wir noch? Ein paar Änderungen beim Zeichnen und Editieren. Wenn ich nochmal hier in meinen anderen Beispielsatz zurückgehe. Ja. Gibt es eine kleine, aber feine Neuerung. Und zwar, wenn ich hier mal mir ja, diese recht komplexe Datei ansehe, gibt es einen neuen Objektfang. Und zwar nennt er sich geometrisches Zentrum. Die Objektfänge finden Sie ja hier unten unter dem Objektfang-Menü, unter den Objektfang-Einstellungen. Und da haben Sie dann die verschiedenen Objektfänge, die Sie aktivieren oder deaktivieren können. Endpunkt, Mittelpunkt, Zentrum und so weiter. Das ist alles nichts Neues. Es gibt jetzt diesen geometrisches Zentrum-Fangpunkt, und der bewirkt, dass der Schwerpunkt eines Objektes quasi gefangen wird. Also der Punkt quasi, wenn Sie das Objekt auf eine Nadelspitze setzen würden mit diesem Punkt, dann wäre es quasi genau im Gleichgewicht. Und das ist dieser Punkt, der hier gefangen wird. Ich zeige Ihnen mal, wie das aussieht bei so einem Objekt zum Beispiel. Ja, man könnte meinen, das wäre ein Sanitäreinrichtungsgegenstand. Ich weiß nicht genau, was es sein soll, aber daran lässt sich ganz gut die Funktionalität erklären. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, sehen Sie die beiden Fangpunkte, die gefangen werden. Einerseits das Zentrum, also das Zentrum dieses Kreisbogens hier, und das ist hier der neue Fangpunkt, das geometrische Zentrum, also der Schwerpunkt dieses Flächenobjektes. Ja, auch das war ein Wunsch von der Augi-Wunschliste, der Wunsch Nummer 2. Schauen wir uns das noch an einem anderen Objekt an, bei diesem Dreieck zum Beispiel, die ja eigentlich kein Zentrum hat. Also in vorherigen Versionen gab es keine Möglichkeit, da einen Zentrumspunkt von diesem Dreieck zu fangen. Das können Sie jetzt mit dem geometrischen Zentrum von einem geschlossenen
Polygon würde dann da entsprechend der Punkt sein. Das ist also der Zentrumspunkt, der geometrische Zentrumspunkt von diesem Dreieck. Ja, haben Sie entweder über die Objektfangeinstellungen hier unten zur Verfügung oder indem Sie mit der Steuerungstaste und rechte Maustaste einen einzelnen spezifischen Fangpunkt auswählen. In dem Fall wäre der dann entsprechend exklusiv. Gut, weitere Neuerungen. Wir haben ein paar Performance-Verbesserungen einfach allgemein unter der Haube. Also wenn ich jetzt mal hier hingehe und die ganze Zeichnung markiere, den ganzen, was alles im Zeichnungsbereich drin ist, um das entsprechend zu bewegen, dann würden Sie denken, okay, das ist jetzt schon eine sehr komplexe Zeichnung. Wenn ich da das verschiebe, dann beißt man vielleicht schon die Zähne zusammen, weil das ja doch relativ viel ist. Aber Sie sehen, ja, das geht relativ flüssig und das ist eine Performance-Verbesserung, die da stattgefunden hat, dass einfach diese Neuzeichnen, die Voransicht während so eines Manipulationsbefehls wesentlich verbessert wurde. Und wenn ich das ganze Ding an der Angel habe und hier bewege oder kopiere, dann funktioniert das quasi nahezu in Echtzeit, obwohl es eben eine sehr komplexe Zeichnung ist, wenn ich die hier entsprechend absetze. Gut, dann habe ich eigentlich noch einen Punkt in Bezug auf die Konfiguration und das ist der sogenannte Systemvariablen-Monitor. Ja, der verwirkt sich hier unten in der Statusleiste unter diesem weißen Zeichen und der bewegt einfach, das ist so ein Vorschlag aus dem Produktsupport, wenn ich den mal auswähle, hier mit dieser Zeichnung. Wir haben einfach festgestellt, dass es immer wieder wir kriegen Kundenanfragen von Kunden, die bestimmte Probleme feststellen, die einfach auf die Einstellung einer bestimmten Systemvariable zurückzuführen ist. Und manchmal ist es ein ganz einfaches Problem, einfach weil eine bestimmte Systemvariable falsch eingestellt ist. AutoCAD verfügt ja mittlerweile über eine sehr große Vielzahl von Systemvariablen und man ist da schnell mit überfordert, was es da so alles an Einstellmöglichkeiten gibt. Ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel die File-Dia-Systemvariable. Ja, wenn ich die mal umstelle, und zwar auf den Wert 0, ja, dann sehen Sie die Auswirkungen. Wenn ich eine neue Datei öffne, dann wird mir nicht dieses Dialogfeld angezeigt, was ich eigentlich gewöhnt bin, sondern ich kriege das Ganze über eine Kommandozeilenaufforderung. Ja, und wir haben also oftmals dann Kundenanfragen, die sagen, wenn ich eine Datei öffne, dann wird das nur noch, wo ist das Dialogfeld? Ja, das ist also so ein Klassiker. Und dann sagt man, okay, haben Sie sichergestellt, dass File-Dia auf 1 gestellt ist und in 90% der Fälle kann das dann entsprechend behoben werden. Ja, wenn ich das jetzt wieder zurückstelle, dann ist es wieder so, wenn ich eine neue Datei öffne, bekomme ich wieder wie gewohnt mein Dialogfeld. Dieser Systemvariable-Monitor, für den selber gibt es eine Systemvariable, und zwar nennt sie sich sysmon. Und wenn die auf den Vorgabewert 2 gestellt ist, dann ja, bekommen Sie so einen Hinweis, wenn sich so eine Systemvariable ändert, die halt häufig ja, zu so Fehlern führt oder zu solchen Missverständnissen, wie jetzt zum Beispiel File-Dia. Ja, wenn ich jetzt nochmal das umändere, wenn ich also File-Dia umstelle auf den Wert 0, dann sehen Sie, kriege ich hier direkt einen Hinweis, eine Systemvariable wurde geändert, eine der überwachten Systemvariablen wurde von dem Vorgabewert verändert. Was heißt das? Jetzt klicke ich mal hier drauf in den Systemvariablen-Monitor und Sie sehen, das ist also relativ simpel. Es ist einfach eine Liste von Systemvariablen und den bevorzugten Wert. Ja, und FileDia hat halt hier den bevorzugten Wert 1, nämlich dass es eingestellt ist. Und aktuell habe ich es gerade umgestellt auf den Wert 0 und deswegen habe ich also eine Warnung bekommen. Ja, da kann ich jetzt einfach sagen, alle zurücksetzen und dann ist das Ganze behoben und das ist so eine Möglichkeit, dann wieder diesen Ausgangszustand herzustellen. Daneben haben Sie dann Variablen, die Sie vielleicht auch kennen. Pick First ist eine weitere, die halt oftmals zu so Missverständnissen führt, wenn die Objektauswahl nicht so ganz funktioniert. CMD-Dia ist ähnlich wie File-Dia. Die Liste kann man, das ist einfach ein Vorschlag von Variablen, die wir hier Ihnen gegeben haben. Die Liste kann man natürlich beliebig erweitern, indem man da selber halt Werte reinsetzt und Systemvariablen reinsetzt und deren bevorzugte Einstellung. Die Systemvariable für den Systemmonitor selber, sysmon,
hat einige Einstellungen. 2 ist der Vorgabewert und der sagt halt einfach, dass bei immer wenn eine Systemvariable abweicht von diesem voreingestellten Wert, dass so eine Sprechblasenbenachrichtigung hier auftaucht und Sie entsprechend darüber informiert werden. Wenn Sie das auf 1 stellen zum Beispiel, dann ist der Systemvariable am Monitor zwar trotzdem aktiv, aber Sie erhalten halt nicht mehr diese Sprechblasenbenachrichtigung. Ja, wenn ich jetzt Entschuldigung, File Dir umstelle, nochmal auf 1. Ja, dann sehen Sie hier, bekomme ich zwar über die Kommandozeile so einen Hinweis, aber nicht mehr, ja, beziehungsweise jetzt schon noch, weil hier von vorhin noch da ist, aber eben nicht mehr über die Sprechblasenbenachrichtigung. Gut, das waren im Prinzip die wesentlichen Neuerungen zu AutoCAD LT 2016. Wie gesagt, noch mehr gibt es dann in 2 Wochen, wo wir uns dann das AutoCAD ansehen. Schauen wir mal, was wir noch für Sie bereitgestellt haben. Ich habe also hier in der PowerPoint-Datei noch einiges weiteres an Informationen für Sie, im Wesentlichen Verweise auf unsere Webseite. Wir haben also hier die neuen Funktionen auf unserer Webseite auch dokumentiert. Das finden Sie als Link in der PowerPoint-Dokumentation. Ja, die neuen Funktionen mit kleinen Videos nochmal erläutert, die Revisionswolken, die verbesserte Benutzeroberfläche, Multifunktionsleistenkataloge, Befehlsvoransicht und so weiter. Ja, also zu den wesentlichen neuen Funktionen finden Sie da so diese kleinen Hilfevideos. Dann finden Sie hier einen Vergleich der Funktionalität zwischen AutoCAD und AutoCAD LT und AutoCAD aus der Design Suite. Einfach so eine Auflistung von Funktionen, was ist in welcher Edition vorhanden und was nicht, ist vielleicht ganz hilfreich. Und dann eine Auflistung von neuen Befehlen und Systemvariablen für AutoCAD und AutoCAD LT. Das ist einfach ein Auszug aus der Hilfedatei. Ja, da finden Sie hier die Liste von neuen Befehlen und weiter unten die neuen Systemvariablen in der AutoCAD LT-Version und auch hier in der AutoCAD-Version. Weiter unten dann englische Inhalte, ich hatte es ja schon gesagt, AutoCAD User Group International, das ist also diese von Autodesk unabhängige Benutzergemeinde, wo halt dann diese Vorschläge für Verbesserungen am AutoCAD gemacht werden und wir da auch sehr Rücksicht drauf nehmen. Account Management, da finden Sie einen Hinweis auf Ihr My Account, das neue Subscription Center quasi. Lynn Allens Blog und der Blog von Heidi Hewitt, das sind beides Autodesk-Mitarbeiter, die sehr aktiv sind in ihren Blogs und da also alles rund um AutoCAD und die AutoCAD-Welt entsprechend dokumentieren. Es ist in Englisch, aber wenn Sie das nicht abschreckt, ist es also eine sehr gute Informationsquelle, auch mit Hintergrundinformationen zu AutoCAD und jetzt vor allem natürlich den neuen Funktionen. Ja, Heidi Hewitt genauso, die geht noch ein bisschen mehr ins Eingemachte, sage ich mal, und zeigt da wirklich interessante Sachen, wenn Sie so ein bisschen hinter die Kulissen schauen wollen und mehr wissen wollen über AutoCAD. Und natürlich das Autodesk Forum, wo Sie auch eingeladen sind, sich mit anderen Usern auszutauschen. Okay, dann war es das im Prinzip. Schauen wir kurz in die Fragen, was noch offen ist an Fragen. Kann man die überarbeitete Systemvariablenliste von einem User auf einen anderen übertragen? Liste, Export oder Import? Jetzt habe ich schon gesehen, mein Kollege hat es gerade beantwortet. Ich hätte es nicht besser machen können. Also es ist möglich, es gibt einen Express-Tools-Befehl, wo Sie diese Systemvariablen exportieren können und an einer anderen Installation dann einlesen können. Mit diesem Tool, mit dem SysVariablen Monitor ist es nicht möglich, aber es gibt in den Express-Tools eine Möglichkeit, um das zu machen. Okay, dann es ist jetzt die letzte Möglichkeit für Sie, noch eine Frage zu stellen. Ich habe dann noch eine Frage an Sie, und zwar auch eine der klassischen Fragen, die wir immer stellen. Haben Sie an dem heutigen Help-Webinar, etwas Neues gelernt? Wenn Sie uns dazu kurz eine Rückmeldung geben, sind wir da dankbar für.
Okay. Ja, das freut mich zu hören, dass der Großteil von Ihnen etwas Neues gelernt hat und dass wir sie neue Inhalte waren, auch für diejenigen von Ihnen, die schon die 2016-Version installiert haben. Vielen Dank. Okay, und dann haben wir keine weiteren Fragen. Ja, dann schauen wir noch in die nächsten Veranstaltungen. Wie gesagt, in 2 Wochen von heute am 16. April an gleicher Stelle schauen wir uns an, was es Neues gibt in der AutoCAD 2016-Version. Danach in 2 Wochen am 30. April schauen wir uns an, wie die Benutzeroberfläche eingestellt werden kann. Es gibt ja die Möglichkeit, dass über die CUI-Datei, manche von Ihnen kennen das vielleicht, die Benutzeroberfläche genau anzupassen, also in Bezug, welche Elemente werden in der Multifunktionsleiste angezeigt, haben Sie Abrollmenüs, Werkzeugkästen und so weiter. Ja, das schauen wir uns an, wie diese CUI-Datei oder CUIX-Datei genau funktioniert. Danach in 2 Wochen haben wir in großen Teilen von Deutschland einen Feiertag, das ist Christi Himmelfahrt. Da wird das Webinar wahrscheinlich nicht stattfinden. Ich werde Sie noch in einem der nächsten Webinare informieren, wie wir genau fortfahren werden, ob wir das einfach ausfallen lassen werden oder ob wir davor oder danach an einem weiteren Donnerstag einen Termin einschieben werden. Aber die Informationen gebe ich dann rechtzeitig an Sie weiter. Okay, dann war es das von meiner Seite. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass ja, Sie Informationen hilfreich fanden und spannend fanden. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Und dann wünsche ich Ihnen jetzt schon mal ja, schöne Feiertage, schöne Ostertage. Erholen Sie sich gut und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder am 16. April, wenn es dann um AutoCAD geht. Vielen Dank und noch einen schönen Tag.